Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brothers. Ich glaube, wir sind kurz vorm Finale. Der Bruder ist leider gestorben an der Spinnenfrau. Hat ihr wahres Ich gezeigt, die Jungfrau in Not. Und trotz des Heilmittels vom Baum konnte ich ihn leider nicht vor der Vergiftung retten. Es sei denn, er ist schon geheilt, aber es könnte ja sein, dass die. Dass das wie bei Herr der Ringe im dritten Film war, dass der jetzt nur starr ist durch das Gift, aber in Wahrheit lebt. Das wäre wiederum schlecht, dann würde ich nämlich gerade lebendig begraben. Leb wohl, Bruder. Möge deine Seele Ruhe finden. Doch nicht gestorben. Genau, flieg nochmal an alle Orte vorbei. Das war die Stadt. Ups, da vibriert mein Pad. Und ich nehme Land der Riesen. Selbst die Pfoten sind unterschiedlich. Los, heimwärts.
Ich hoffe, er hat die Flasche mitgebracht oder er war so abgefuckt dadurch, dass das Heilmittel nicht gewirkt hat, dass er denkt, das hat keine Wirkung und teilt dem mit, dass es keine Heilung gibt. Na, vielleicht kommt es ja doch noch ganz anders und der Bruder taucht hier gleich auch noch auf. Wer weiß. Ups. Wieso hat das nicht geklappt? Der kann ja nicht schwimmen. Solltest du es schnell lernen. Todesmutig wagt er sich rein und stellt sich seiner Angst vor Wasser, weil er den Tod seiner Mutter miterlebt hat. Okay. Aber irgendwie will er nicht weitergehen. Traut sich wohl doch nicht. Geht er nicht lang. Das bringt uns das gar nichts. Muss irgendwo anders einen Weg geben. Wieso geht das hier nicht weiter? Ah, jetzt kann ich die linke Taste drücken, um die Fähigkeit vom Bruder zu nutzen. Aha. Aber bisher waren die Aktionen immer mit RT gewesen. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit mit LT, was eigentlich nur dem anderen Bruder möglich war, zu nutzen. Okay. Vielleicht bist du jetzt auch stark genug für irgendwelche Schalter. Testen wir das doch mal. Ja, du bist auch stark genug für Schalter. Sehr gut. Vater! Hey! Ati! Ati! Daba! Abi! Heno, Heno!
Okay, was jetzt? Schauen, wie es Vater geht, so wahrscheinlich. Ah, der ist am Grab seiner Mutter, seiner Ehefrau. Das ist ein zweites Grab, die haben zusammen den Jungen geholt wohl. Oder der Bruder ist auch auf See gestorben, wo die Mutter gestorben ist, und war die ganze Zeit gar nicht dabei. Und er hat alles alleine gemacht. Musik ist super. Die ganze Story toll gemacht. Schöne, schöne Fantasy-Welt. Schönes, schönes Fantasy-Spiel. Hat mir echt den Sonntag versüßt. Geile Sache. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Bis demnächst. Euer Chojin.